Hallo zusammen, ich war gestern Abend im Kino und zwar hatten Rossmann und Essence eingeladen zu Twilight, dem letzten Film. Der läuft ja offiziell erst Donnerstag an. Heute am Mittwoch sind wohl einige Vorpremieren. Und ja, am Dienstag war dann Preview für 100 Blogger, Bloggerinnen und auch ein paar YouTuber. Ich bin zwar mehr YouTuber als Blogger, habe das aber als Blogger eben gewonnen. Man konnte das gewinnen. Und ja, das war in Hamburg im Cinemax Kino. Und ich muss sagen, ich war vorher super aufgeregt, weil ich kenne eigentlich so ziemlich gar keinen. Ich konnte mit einer Freundin, die auch Bloggerin ist, hinfahren. Gott sei Dank, weil alleine irgendwie, wo man niemanden kennt, da bin ich nicht so für gemacht. Ich habe, ja, das Videomaterial, was ich habe, ist sehr gering, weil ich das einfach nicht kann. Ich kann das nicht in der Öffentlichkeit filmen. Vielleicht lerne ich das noch. Versucht mal so als Nicht-Vlogger durch die Läden oder durch die Öffentlichkeit zu laufen mit einer Kamera so in der Hand und dann bla 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 bla. Ja, man kommt sich schon so ein bisschen bescheuert vor. Von daher habe ich das auf ja, zu Hause beschränkt und im Auto, habe aber ein, zwei Fotos gemacht. Nicht gerade doll, weil ich habe so eine kleine Digitalkamera, aber vielleicht, dass ihr nur so im Entferntesten eine Ahnung davon habt, ja, wie das aussah, wie man sich getroffen hat. Und das zeige ich euch jetzt, mein Mini-Filmmaterial zu diesem Tag. Und dann zeige ich euch gleich im Anschluss meine Goodie-Bags. Also bleibt dran. Achso, und nicht erschrecken. In der ersten ja, Sequenz sehe ich doch sehr zerknautscht aus. Das war morgens und ich hatte noch ein Pyjama-Oberteil an und die Kamera lag da und ich habe einfach spontan dahin gegriffen und habe gedacht, ich sage jetzt mal ein, zwei Sätze. Hätte ich mir vielleicht lieber sparen sollen, aber ich habe es jetzt einfach im Video gelassen. Ja. Also, Mut zur Hässlichkeit, ne? Guten Morgen zusammen. Es ist gerade mal 6 und ich bin so hundemüde. Ich komme die letzten Abende immer oder Nächte so spät ins Bett und morgens immer so früh hoch. Und heute Abend wird auch wieder spät durch das, ja, durch, kann ich das Twilight nennen? Es ist ja nicht Twilight, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich habe jetzt gerade Milch gemacht für meine Tochter. Ich hoffe, dass die dann wenigstens noch eine Stunde schläft und ich mich in Ruhe fertig machen kann. Und ja, wir sehen uns im Auto. Bis dann. Für den Fall, dass ich heute Abend nicht die Kamera laufen lasse, jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich mich auch nochmal auf dem Weg zur Arbeit. Und damit ihr wenigstens vielleicht von diesem Vlog irgendwie, keine Ahnung, wenigstens 2 Minuten zu gucken habt, auch wenn das selber nichts mit dem Event zu tun hat. Aber ich dachte, das ist mal was anderes. Tschüss. So, hallo, könnt ihr mich überhaupt sehen? Es ist dunkel, es ist 23 Uhr, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Den Film fand ich toll. Also ich mag ja sonst den ersten Teil eigentlich am liebsten. Und ja, dieser hatte so eine kleine Überraschung, sag ich jetzt mal. Ich kann ja nichts verraten, wenn ihr den noch gucken wollt. Aber ich muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen und das Ende fand ich auch sehr schön. Ja, ich bin zufrieden. Es gab Popcorn gratis oder Nachos, wahlweise, was man haben wollte, und ein 0,5er Getränk. Ja, dann haben kurz die Menschen von, kann ich die Menschen, die, sind das die Mitarbeiter, einige Mitarbeiter von Rossmann, die Beteiligten, haben kurz was gesagt, und von Essence, die waren auch mit dabei und ja, haben uns begrüßt und viel Spaß gewünscht beim Film und sich bedankt, dass wir da sind. Und ja, dann ging das eigentlich los und ja, wir sind jetzt direkt nach Hause gefahren und
einige sind jetzt wohl noch auf Zwutsch, auf die Reeperbahn. Ja, da muss ich jetzt nicht rübergehen, habe ich gesehen. Ja, hat mir gelangt. Kann ich auch immer mal wieder hinfahren. Ich wohne ja nun nicht allzu weit weg von Hamburg. Und ja, also ich bin froh, dass ich jetzt auf dem Weg nach Hause bin. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe immer mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Ich habe extra vorher eine Aspirin genommen. Aber irgendwie war das wohl alles doch zu stressig. Parkplatzsuche und dann hinrennen, weil wir irgendwie nicht pünktlich waren. Und ja, hat aber alles gut geklappt. Goodiebag bekommen, was, das zeige ich euch gleich. Entschuldigung, dass ihr so wackelt, aber hier auf dem Dorf sind die Straßen ein bisschen uneben. Ja, also ich zeige euch jetzt gleich, was in meinem Goodiebag war. Und, beziehungsweise, was heißt jetzt gleich? Jetzt gleich gehe ich erstmal ins Bett, aber morgen ist ja auch ein Tag, ne? So, für euch bis gleich. So, das waren meine kleinen Video-Mitschnitte und ja, zwei, drei Fotos von dem Event. Sorry, sollte ich jemals nochmal wieder zu sowas eingeladen werden, bemühe ich mich ein bisschen mehr zu machen. Falls ich noch Videos oder irgendwie sowas entdecke von anderen YouTubern, Bloggern, die da waren oder vielleicht Berichte, werde ich die in die Infobox posten. Da haben sicherlich, also einige sind da auch richtig mit Kamera rumgelaufen. Wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Ja, dann haben uns die Mitarbeiter von Rossmann und Essence begrüßt, haben uns dann viel Spaß gewünscht und sich bedankt, dass wir da waren. Danke, dass wir kommen durften. Vor allen Dingen ich so als Mini-YouTuber und ach, noch kleinerer Blogger finde das echt toll, dass ich die Chance dazu hatte, überhaupt teilnehmen zu dürfen und dann auch noch das Glück eben ausgewählt zu werden. Ja, und bevor wir in den Saal kamen, also dann lief der Kinofilm und dann war aus und dann hat sich das so zerstreut, die einen, die wirklich angereist waren, die haben, glaube ich, noch zusammen was gemacht und naja, ich komme aus der Nähe von Hamburg, wir sind nach Hause gefahren, ich hatte dann auch Kopfschmerzen, das ist so typisch Sandra, ja, immer zu den passendsten Gelegenheiten Kopfschmerzen, obwohl ich vorher extra eine Tablette genommen hatte. Deswegen tut es mir auch leid, Conny, dass wir nicht mehr uns unterhalten konnten, aber vielleicht kommst du ja mal wieder nach Hamburg und ich bin dann zufällig auch da. Ich würde wirklich gerne mit dir reden. Und dann noch einen lieben Gruß an die Franziska, die neben mir saß. War auch super nett, dich kennengelernt zu haben. Meine Schokolade ist heute angekommen. Video folgt. Danke für den Tipp nochmal. Und ja, jetzt, achso, und bevor man eben in den Saal reingegangen ist, haben wir alle Goodiebags bekommen. Einmal einen kleinen Beutel von Rossmann und einen etwas größeren von Essence. Und das breite ich jetzt mal eben auf den Tisch aus. Ich halte jetzt nicht jedes einzelne Teil hoch, weil sonst ufert das Video aus, um euch zu zeigen, was eben da drin war. Also, schauen wir mal, dass Mutter das hier ausgebreitet kriegt. So, jetzt nehme ich euch mal hier runter. Okay, dann erstmal zu Rossmann. Da gab es eine Body Butter Schoko von, ja, wie spricht man das aus? Synergen, ne? Ein Gutschein für eine individuelle Duschcreme. Den Couponcode habe ich jetzt mal eben mit den Wattepads abgedeckt. Und dann gab es noch eine kleine Bürste, Moment. Die war auch noch mit dabei. Das ist so eine Bürste mit kleinem Spiegel. Das gab es von Rossmann. Jetzt zeige ich euch noch, was Essence alles dazu gelegt hat. So, jetzt ist mir gerade erstmal die Hälfte runtergefallen. Ich hoffe, ich habe alles wiedergefunden. Und soweit ich das beurteilen kann, sorry, ich setze mich gleich ruhig hin, haben wir alle das Gleiche bekommen, was ich gut finde. Nicht, dass irgendwie einer eine andere Nagellackfarbe hat und es dann wieder heißt, oh, deine ist viel schöner, wie das immer so ist. Also einmal hier so einen groben Überblick. Jetzt gehen wir da einmal kurz durch. Und zwar gab es Gesichtswasser, hoppala, Gesichtswasser, Handcreme, Reinigungsgel, eine Gesichtscreme,
Blasenpflaster, diese Anti-Mitesser-Streifen. Dann gab es Pigmente, Stardust 08. Irgendwie sehe ich hier jetzt gerade nichts. Und Blueberry Muffin. Zwei Düfte. Drei Nagellacke, wovon ich diesen hier besonders schön finde. Den roten habe ich, ich glaube, der steht bei mir oben. Ich glaube, der graue, den habe ich nicht. Aber den hier finde ich total schick. Moment, ich versuche das mal. Ja, könnt ihr das sehen? So ein dunkler Lack mit so leichten blauen Partikelchen drin. Also der gefällt mir echt am besten. Der sieht also jetzt so in der Flasche wunderschön aus. Ich habe ihn noch nicht getragen. Das ist die Farbe Date in the Moonlight 126. Den habe ich auch noch nicht im, also bei Rossmann gesehen, muss ich sagen. Zwei Lippenpflegestifte. Eine Mascara und dann so ein das habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen, so ein Silikonpinselteilchen-Applikator ist das. Präzises Auftragen von Farbpigmenten auf Lippen und Augenlidern. Achso, das ist speziell für die Pigmente, okay. Und dann gab es noch dieses kleine Täschlein, da sind auch nochmal zwei Farbpigmente drin aus der Twilight LE. Und hier nochmal, was ist das? Ist das Lipgloss und ein Eyeliner? Moment, Mutter fummelt das mal hier raus. Da haben wir einmal als Eyeliner Jacobs Protection. Glitter, Glitter, Funkel. Und ein Lipgloss Renesme Red. Ja, auch sehr schön. Und dann eben diese zwei Pigmente, dann hole ich die jetzt auch nochmal raus. Einmal in, achso, wie passend, Jacobs Protection, passend praktisch zu dem Eyeliner. Ja, kann man jetzt gerade nicht wirklich viel erkennen. Und Piece of Forever, den kann man deutlicher sehen. Wenn wir uns denn mal konzentrieren würden auf das Pigment und nicht auf den Lipgloss im Hintergrund. Ja, da guckst du. Ja. Achso, und dann war hier noch so ein Säckchen dabei. Da sind zwei Töpfchen drin zum Mischen von den Pigmenten. So, das war die Ausbeute. Zuzüglich diesem von Rossmann, was ich euch eben gezeigt habe. Und ich zeige euch das nicht, um euch neidisch zu machen oder irgendwas. Vielleicht, um euch zu ermutigen, falls ihr bisher immer gezögert habt, ach, kann ich einen Blog und es gibt so viele Blogs. Ja, es gibt Millionen von Blogs und trotzdem habe ich noch einen gestartet. Und ich mache das nicht, um Geld zu verdienen oder um sowas hier zu bekommen. Als wenn man dann wirklich irgendwie einen Blog schreibt und dann tatsächlich mal zu sowas eingeladen wird und ja, mit so einer Tüte nach Hause gehen darf, also ja, da muss ich sagen, bringt das Schreiben natürlich echt wirklich doppelt Spaß. Als wenn man das Gefühl hat, ach, das liest sowieso keiner. Macht das einfach, versucht es. Wenn es nicht hinhaut oder ihr merkt, es macht euch doch keinen Spaß, könnt ihr es immer noch lassen. Würde mich noch interessieren, ob ihr den Film auch sehen wollt. Oder gesehen habt. Moment mal eben. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ob ihr euch den Film noch ansehen wollt und wie er euch gefallen hat. Ich muss sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand von allen Filmen, fand ich eigentlich den ersten noch mit am besten, so mit dem Kennenlernen. Und das habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Boah, das Video wird wieder zu lang. Kommentiert mir einfach, ob ihr ihn gesehen habt, ob ihr ihn sehen wollt, ob ihr Team Jacob oder Team Edward seid. Team Jacob. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Hallo zusammen.